ein leckerer Schweinebraten in einer kleinen Pizzeria in der Rosenheimer Innenstadt. Moment. Nochmal von vorne, was ist denn hier los? Ja, der Sinn eigentlich ist, dass der Massimo eine Wette verloren hat gegen mich, denn er hat gewettet, dass Juventus Turin gegen den FC Bayern gewinnen wird im Viertelfinale und so war es leider nicht oder zum Glück nicht. Bayern hat gewonnen und ist weitergekommen und somit muss der Massimo heute Schweinebraten verkaufen. Massimo ist der Inhaber des Ladens La Pizza in Rosenheim und ist sichtlich getroffen. Leider habe ich die Wette verloren. Naja, jetzt muss ich ja den Schweinsbraten verkaufen. Immer ein schönes Laden. Naja, aber nächstes Mal. Nächstes Jahr sind wir dabei und da muss man mehr arbeiten, mein Freund. Aber es hat ja schon wehgetan, dass Pirlo und Buffon alle so schlecht drauf waren. Das war natürlich haben alle alt ausgesehen. Alle alt ausgesehen, das stimmt, ja, leider. Mich freut es natürlich sehr. Es hätte für den DEL-Spieler aber auch alles anders kommen können. Ich muss natürlich auch einen Wetteinsatz bringen, der wäre gewesen, ich hätte für ihn arbeiten müssen, in meiner Eishockey-Ausrüstung und das wäre nicht so toll gewesen, aber zum Glück mache ich mir darüber keine Gedanken mehr.